Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meiner Hilfe und auf dich hoffe ich den ganzen Tag. Mit diesen Versen aus dem 25. Psalm grüße ich Sie, liebe Universitätsgemeinde, zum Semestereröffnungsgottesdienst vom Paulineraltar der Aula und Universitätskirche St. Pauli. Das ist ein Ort, der nun seit vielen Monaten schon zum Mittelpunkt unseres gottesdienstlichen Lebens geworden ist und es wohl auch noch eine Weile bleiben wird. Auch heute können wir nicht in diesem Raum zusammenkommen. Es ist dennoch eine gute Tradition der Universität, ein neues Semester eben auch an diesem Ort beginnen zu lassen. Das wollen wir tun. Und dazu tragen heute vor allem die verschiedenen christlichen Hochschulgruppen bei, die katholische und die evangelische Studierendengemeinde, Campus Connect, die Studentenmission und der Theokreis. Wer gerade in diesen Zeiten der Isolation Anschluss sucht und sich für die Arbeit dieser Kreise interessiert, wird dazu nachher noch etwas mehr erfahren. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir beten mit den Worten aus dem Bibellied »Alles hat seine Zeit« von Sarah Dorn. Alles hat seine Zeit, das Nahe war einmal weit, das Weite kommt uns einst nah, doch du bist dort wie hier da. Alles hat seine Stunde, mit der Geburt fängt Leben an. Es geht dann manche Runde, bis der Tod uns erlösen kann. So gibt es Zeit zum Pflanzen und Zeit für Fröhlichkeit. Mal ist es Zeit zu tanzen, dann wieder Schmerz und Leid. Wir haben Zeit zu lieben und Zeit für Zorn und Streit. Es gibt Zeit zu gebieten und Zeit für Friedlichkeit. Herr, lehre mich begreifen, Leben braucht Zeit, um zu reifen. Es ist wie ein Baum, es braucht Zeit und es braucht Raum. Amen. Thank you.
Die heutige Lesung steht bei Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt. Doch ohne, dass der Mensch das tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Liebe Universitätsgemeinde, das Semester hat begonnen. Wieder im Lockdown, also wieder online und mit allen Einschränkungen, die das mit sich bringt. Man sollte auch dieses Semester mit der freudigen Erwartung beginnen, dass es nun wieder etwas zu lernen und zu lehren gibt, dass die Universität arbeitet und funktioniert, trotz allem. Aber es wäre scheinheilig zu verschweigen, dass der Frust groß ist und tief sitzt. Immerhin wird es so kommen, dass am Ende dieses Semesters für viele Studis zwar Halbzeit ist, sie die Universität bislang aber nur im Ausnahmezustand kennengelernt haben. So ist es natürlich nicht gedacht. Mal ganz zu schweigen davon, dass ein Studium eine neue Lebensphase eröffnen soll, neue Bekannte, Dinge ausprobieren, die ein bisschen Freiraum und Luft brauchen, vielleicht den Menschen finden, mit dem man das eigene Leben teilen möchte. Das alles gehört dazu und das alles wäre jetzt dran. Die Entwicklungspsychologie weist ja darauf hin, dass jeder Lebensabschnitt bestimmte Aufgaben und Anforderungen mit sich bringt, die man so oder so erledigen muss. Und je nachdem, wie das gelingt oder eben auch nicht gelingt, öffnen sich die nächsten Türen oder sie bleiben verschlossen. Das gilt nicht nur für Studierende, sondern auch für die Generation der Nachwuchswissenschaftlerinnen und selbst die arrivierten Professores erleben, dass die Uhr tickt und dass man beim Warten auf bessere Zeiten nicht jünger wird. Das Vorbereitungsteam hat einen Text für diesen ökumenischen Eröffnungsgottesdienst ausgewählt, der darauf keine fertigen Antworten gibt. Aber er könnte uns helfen, einzuordnen, was uns da gerade widerfährt und warum wir das Gefühl haben, auf der Stelle zu stehen und Wasser zu treten. Dieser Text, den wir gerade in der Lesung gehört haben, stammt aus dem Alten Testament. Anders, als man vielleicht erwarten würde, ist das kein besonders religiöser oder gar frommer Text. Übernatürliche Dinge geschehen darin jedenfalls nicht. Von Gott ist die Rede, aber doch anders, als man das vielleicht erwarten würde. Am ehesten könnte man diesen Abschnitt aus dem Buch des Predigers Salomo als philosophisches Gedicht betrachten. Stünde es nicht in der Bibel, sondern bei einem stoischen Philosophen, würde das vermutlich kaum auffallen. Zunächst einmal geht es darum, dass es für jedes Ding unter der Sonne eine Zeit gibt. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, klagen und tanzen, behalten und wegwerfen.
Es sind ganz unterschiedliche Register des Lebens, die hier in ihren Gegensätzen aufgerufen werden. Bei manchen dieser Gegensatzpaare würden wir vielleicht die Nase rümpfen, so sagt der Prediger, dass es eine Zeit für die Liebe gibt und eine Zeit für den Hass, eine Zeit für den Frieden und eine Zeit für den Krieg. Da würde man vielleicht einwenden wollen, dass man doch eigentlich immer lieben und niemals hassen sollte und dass es für den Frieden immer eine Zeit und für den Krieg nie eine Zeit geben sollte. Aber für Wunschdenken hat unser philosophischer Poet wenig übrig. Er beginnt mit der Welt, die es gibt, nicht mit der Welt, die es geben sollte. Und es geht ihm darum zu sagen, dass auch die destruktiven und gewaltbesetzten Aspekte menschlichen Lebens eben nur eine Zeit haben und nicht auf Dauer gestellt sein dürfen. Anders gesagt, wer Streit anfängt, muss auch wissen, wie man Streit beendet. Wer etwas einreißt, muss auch wissen, wie man etwas aufbaut. Dinge tun, wenn sie dran sind. Das ist eine Botschaft dieses Gedichts. Das ist etwas mehr als das uns bekannte und sprichwörtliche Carpe diem, nütze den Tag. Das sagt nur, dass wir keine Zeit verschwenden sollen. Aber dem Prediger geht es noch um etwas anderes. Dinge tun, wenn sie dran sind. Man kann Zeit nicht umsortieren. Für den Prediger ist Realität eben nicht nach Pippi Langstrumpf gestrickt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Dinge tun, wenn sie dran sind und dann auch dabei bleiben. Das ist eine alles andere als triviale Botschaft. Und da sind wir mittendrin im Thema unserer Tage, weil wir ja gerade nicht die Dinge tun dürfen, die für uns dran wären. Wir warten darauf, dass uns jemand sagt, was, wann und wie geschieht, impfen, einkaufen, in die Bibliothek gehen. Wir finden uns in ein zeitliches Korsett gezwängt, das uns belastet und nicht entlastet. Für junge Menschen, und das ist die Mehrheit an einer Universität, wäre es nun Zeit, so viel wie möglich zu lernen und auszuprobieren, Begabungen zu entdecken und mit den eigenen Grenzen umzugehen. Das führt zu einem weiteren Aspekt im Nachdenken des Predigers über die Zeit. Natürlich weiß auch der Prediger, dass Menschen nicht so funktionieren wie Pflanzen und Tiere, die Meister darin sind, alles im richtigen Zeitpunkt zu tun. Kein Löwe jagt in der Mittagshitze, keine Pflanze dreht sich von der Sonne weg. Menschen sind deswegen kompliziertere und komplexere Wesen, weil Gott etwas mit ihnen gemacht hat, das zugleich Segen und Fluch ist. Unser Prediger sagt das so: Das alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in der Menschen Herz hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Etwas anders ausgedrückt, hat Gott uns die Gabe des Erinnerns und Erwartens, des in die Vergangenheit zurück und in die Zukunft Vorgreifens geschenkt, ohne dass wir die Gegenwart dabei verlassen können. Wir können die Ewigkeit nicht haben, auch wenn wir sie im Herzen tragen. Das klingt durchaus so ein bisschen wie der frühe Husserl oder Heidegger. Es gilt also beides. Dinge tun, wenn sie dran sind, und sich dabei zugleich im Horizont der Ewigkeit zu verstehen. Oder noch etwas anders gesagt, es geht um Vernunft und Pragmatik und zugleich um Imagination und Vision. Menschen sind dazu begabt und verdammt, in dieser Spannung zu leben. Das ist die Quintessenz unseres philosophischen Gedichts. Moderne Menschen, so scheint es, haben mit dieser Spannung ihre Liebe, Mühe und Not, weil immer alles dran ist und möglich sein soll. Wir möchten selber entscheiden, wie sich die Zeit um uns herumdreht, wie wir sie beschleunigen und wie wir sie verlangsamen.
wie wir also im Takt bleiben. Die Pandemie hat uns, wenngleich aus den falschen Gründen, aus unserer Komfortzone herauskatapultiert. Ob wir das nun wollen oder nicht, wir müssen neu darüber nachdenken, was dran ist, auch wenn nicht alles geht. Und wir, trotz allem Schlamassel, Begeisterungsfähigkeit und Lebensfreunde behalten und finden sollen. Das ist eine Aufgabe, die jeder und jede von uns je länger, je mehr bewältigen muss. Und das nicht nur im Alltag, sondern auch im Leben einer Universität. Die Routinen, die Art, wie eine Universität funktioniert, all das hat seine Selbstverständlichkeit verloren. Ungewissheit ist sozusagen das neue Normal. Und damit müssen wir umgehen, vielleicht länger und dauerhafter, als wir uns das vorstellen. Es gibt eine Zeit, darüber zu lamentieren, dass das nun so ist. Aber es gibt auch eine Zeit, die Lethargie hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Auch in diesem Semester. Es ist eine Zeit, die Dinge nicht nur leidend hinzunehmen, sondern jeden Stein umzudrehen, wie wir lehren, lernen und forschen und wie wir bei alledem miteinander umgehen. Es ist eine Zeit, die Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit, die es auch an Universitäten gibt, gegen Tiefgang einzutauschen. Es ist Zeit, nicht nur alles zu wollen, sondern sich auf etwas festzulegen. Wir erleben gerade, wie kostbar Zeit ist. Also lasst uns auch so mit ihr umgehen. Es ist Zeit für das Wesentliche und Zeit, damit anzufangen. Amen. Im Folgenden stellen sich die christlichen Hochschulgruppen vor, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet haben und die Sie und euch einladen möchten, auch an ihren Aktivitäten teilzunehmen. Gleichzeitig laden wir natürlich immer ein zu den Gottesdiensten am Sonntag, den Universitätsgottesdiensten um 11 Uhr, hoffentlich dann auch bald wieder live und präsent. Hallo, ich bin Henrika, die Vorsitzende der katholischen Studentengemeinde und ich möchte euch ganz herzlich zu den Veranstaltungen der KSG im Sommersemester einladen. Im Mittelpunkt unseres Programms steht der Gottesdienst, den feiern wir immer jeden Sonntag 20.05 Uhr in der Propsteikirche St. Trinitatis. Am Mittwochabend gibt es einen Gemeindeabend, den wir in unterschiedlichen Formaten gestalten. Es gibt Themenabende, zu denen wir ReferentInnen von der Universität oder anderer Institutionen einladen und gemeinsam über politische, gesellschaftliche oder auch ökologische Themen diskutieren.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Rahmen der Gott- und Glaube-Abende in Kleingruppen über den eigenen Glauben zu sprechen. Am Donnerstag um 7 Uhr beten wir gemeinsam die Laudes in der Alois-Andritzky-Kapelle. Und jeden Samstag um 10 Uhr gibt es ein Bibelfrühstück, bei dem wir gemeinsam mit unserem Pater frühstücken und über verschiedene Bibeltexte sprechen. Regelmäßig laden wir auch ein zu digitalen Spieleabenden oder Quizabenden. Das heißt, wir haben ein ganz buntes Programm und wenn ihr Lust habt, bei uns vorbeizukommen, dann schaut doch einfach mal auf der Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen. Da findet ihr alle Infos und die nötigen Links. Und egal ob katholisch oder nicht, wir freuen uns auf neue Gesichter und wünschen euch ein ganz tolles Semester. Hi, ich bin Judith von der ESG, also der Evangelischen Studierendengemeinde hier in Leipzig. Und wie der Name schon sagt, sind wir eine richtige Gemeinde mit Pfarrer und Gemeinderat und was da alles noch so dazugehört. Und wir treffen uns immer Donnerstagabend zum Gemeindeabend. Da ist immer ein Thema, wo wir auch oft Referenten da haben, die da ganz viele spannende und interessante Sachen drüber erzählen. Und welche Themen das dieses Semester sind, das könnt ihr auf unserer Homepage lesen. Einfach ESG Leipzig eingeben, dann findet ihr das schon. Wir haben auch sonntags immer einen Gottesdienst abends, ganz studentenfreundlich, 19 Uhr. Ist momentan auch über Zoom, genauso wie die Gemeindeabende. Und unter der Woche haben wir auch verschiedene Arbeitskreise, zum Beispiel wie den Bibelarbeitskreis oder den Literaturkreis, Chor, Theseegebet, Handarbeitskreis. Also schaut einfach vorbei, es ist eine sehr bunte Mischung. Ihr könnt die ganze Woche was erleben. Ja, wir laden euch herzlich ein und freuen uns, wenn ihr zu uns kommt. Hallo, ich bin Esther und ich gehöre zur Hochschulgruppe Campus Connect. Wir sind eine christliche Bewegung von Studierenden unter dem Dachverband von Campus für Christus. Was uns ausmacht, ist, dass wir unseren Glauben an Jesus Christus aktiv in unserem Uni-Alltag leben wollen. Das tun wir, indem wir uns einmal die Woche donnerstagabends treffen. Wir haben thematische Inputs, wir beten gemeinsam, wir machen Lobpreis, wir lesen in der Bibel oder verbringen einfach gerne Zeit zusammen. Schau doch mal auf unserer Website oder auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wenn es dich interessiert, was genau dieses Semester bei uns los ist. Wir freuen uns auf dich. Hallo, ich bin Miriam, ich komme von der SMD Leipzig und die darf ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Wir treffen uns fast jede Woche am Mittwoch, um uns über unseren Glauben und die Umsetzung im Alltag auszutauschen und uns gegenseitig zu ermutigen. Außerdem ist es uns wichtig, dass wir mit unseren Kommilitonen ins Gespräch über den Glauben kommen und dazu veranstalten wir regelmäßig Gruppentreffs, Diskussionsrunden und Vorträge über verschiedene Themenbereiche aus Glaube und Wissenschaft. Und wir sind außerdem der Überzeugung, dass Glaube und Wissenschaft sich wunderbar ergänzen und dass es sehr wichtig ist, darüber an der Uni ins Gespräch zu kommen. Dieses Semester wollen wir uns ganz intensiv mit dem Thema Mission beschäftigen, was das Ganze mit uns zu tun hat, was Mission international bedeutet und wie man Mission in unserem Alltag aussehen kann. Du bist ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen, egal ob Christin, nicht Christ oder irgendwas dazwischen. Wir freuen uns ganz sehr auf dich. Hallo, ich bin Marco. Ich möchte euch an dieser Stelle den Theokreis vorstellen. Wir sind eine Gruppe von Theologiestudierenden, die neben dem Studium ein gemeinsames Glaubensleben in Form von Gebeten oder dem Austausch über biblische Texte haben möchten. Und uns ist ebenso wichtig, die Vorbereitung auf den späteren möglichen Pfarrdienst im Blick zu haben. Dazu laden wir zu Referentenabenden mit Referenten aus ganz Europa dieses Semester ein, das im Wechsel zu unseren Kleingruppenabenden immer Dienstagabend stattfindet. Zweitens bieten wir unter der Woche Lektürekurs an, die ganz unterschiedliche Richtungen und Themen der Theologie ansprechen. Wenn ihr einmal auf unserer Homepage nachschaut, könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, über den man an alle Anmeldungslinks kommt für das Semester und dort auch die genauen Lektürekurse nachschauen kann.
Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Lasst uns aneinander denken in Zeiten, in denen wir nicht zusammenkommen können. Lasst uns in Glaube, Hoffnung und Liebe diejenigen vor Gott bringen, die uns heute besonders am Herzen liegen. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die einsam sind, aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen. Schenke ihnen Hoffnung und Lebenslust. Wir bitten dich für alle Menschen, die an Corona erkrankt sind. Schenke ihnen Gesundheit, Durchhaltevermögen und genug Luft zum Atmen. Sei bei den Sterbenden und tröste die Trauernden. Barmherziger Gott, wir bitten dich für die christlichen Hochschulgruppen und Gemeinden an der Universität Leipzig. Stärke du die ökumenische Zusammenarbeit von SMD, KSG, Theokreis, Campus Connect und ESG. Schenke du Gelingen bei der Umsetzung gemeinsamer Veranstaltungen im Sommersemester. Leite du alle Verantwortlichen und Mitarbeitenden mit deinem Geist der Weisheit. Barmherziger Gott, wir bitten dich um einen guten Start in das Sommersemester, trotz aller Widrigkeiten, und hoffen, dass mit dem Semesterbeginn auch in unsere Herzen Aufbruchstimmung Einzug hält. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Angestellten der Universität, schenke ihnen Ruhe und Gelassenheit, dass sie ihre Aufgaben mit Freude erledigen können. Schenke ihnen die Motivation, auch online die Seminare und Vorlesungen gut und wertvoll zu halten. Schenke ihnen Zeit und Raum, immer wieder neue Kraft sammeln zu können. Bitte leite die Menschen in verantwortungsvollen Positionen, besonders im Hinblick auf Corona, kurz- und langfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich für alle Menschen an der Universität, die wissenschaftliche Arbeit leisten. Schenke auch ihnen Kraft und Freude an ihrer Arbeit und hilf ihnen durch alle Ungewissheit und alle unmöglich gewordene Arbeit in den Laboren, Schulen und Bibliotheken. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die dieses Semester neu an unsere Uni kommen. Lass sie sich schnell einleben und gut zurechtfinden. Hilf ihnen, gute Freunde zu finden und bei den vielen neuen Herausforderungen nicht den Mut oder die Übersicht zu verlieren. Wir bitten dich, lass sie spüren, dass du bei ihnen bist. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam in dieses neue Semester gehen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Thank you.
Thank you.